Wie war die Situation zum Zeitpunkt deines Einstiegs? Du bist ja nicht ganz am Anfang rein. Was war da praktisch schon gesetzt und wo bist du dann dazu gekommen? Also, Überhaupt. ich habe den Koordinator des ISA-Netzes, den Professor Groß, im März bei einem Netzwerkveranstaltung kennengelernt, wo wir in einer Barcamp-ähnlichen Session uns über das Thema Sharing unterhalten haben. Und dann sind wir über mein Business Management und Knowledge Sharing, hat er mich eingeladen, darauf teilzunehmen. Das war also praktisch 3 Monate vor Beginn der Veranstaltung. Da sollte eigentlich schon die Orga weitgehend stehen und die Planung sehr weit fortgeschritten sein. Hier war es allerdings so, dass zwar die Zeit weit fortgeschritten war, also es ist dann schon langsam knapp geworden, aber die Infrastruktur und die komplette Organisation sehr weit hinterm Plan zurückgelegen sind. Das hat zum Teil persönliche Gründe, weil einige Key Player ausgefallen sind. Die PR-Agentur, der Leiter war für mehrere Monate erkrankt. Eine andere Agentur, die die Webseite bauen sollte, hatte nach langer Verzögerung nur Entwürfe, aber noch keine Webseite. Und der Teamleiter, der die Organisation der Veranstaltung und die Planung übernehmen sollte, ist dann aus persönlichen Gründen wegen firmeninternen Sachen dann zurückgetreten. Also war kurzfristig an dem Punkt, dass man gesagt hat, wollen wir uns das überhaupt noch antun, schaffen wir das in der Kürze der Zeit oder blasen wir es besser ab und fangen mit den Planungen für 2014 an, dass wir da ausreichend Zeit haben. Ich bin dann mehr oder weniger gegen meinen Willen, nee, ganz so schlimm war es nicht. Wenn ich allerdings gewusst hätte, auf was ich mich da einlasse zu dem Zeitpunkt, hätte ich vielleicht damals abgewunken und wir hätten es absagen müssen. Und so habe ich mich halt bereit erklärt, die Leitung der Organisationsplanung zu übernehmen, dass der Ablauf des Events zu organisieren. Dann ist es natürlich an allen Ecken und Enden immer wieder zu Schwierigkeiten gekommen. Die Webseite war noch nicht da, wir konnten noch nicht mit dem Ticketverkauf beginnen. Wollen wir da hier nachher die beiden Ja, anderen Fragen drüber sprechen? Es ging ja jetzt erstmal um den Einstieg bei dir, wie du eingestiegen also bist. so gesehen war ich überrascht, dass an diesem späten Zeitpunkt noch so ganz banale Grundsatzfragen wie welche Farben soll das Logo haben, diskutiert wurde. Was natürlich auch in der Organisation des Netzwerks zu tun hat. Das ist ein loser Zusammenschluss von freiwilligen Helfern. So gesehen hat jetzt hier die starke Hand gefehlt, die sagt, so, jetzt, das ist die Entscheidung, in die Richtung laufen wir los und dann werden Arbeitspakete verteilt. Man wollte eben Leute nicht ausschließen und Diskussionen unterdrücken, sondern hat sozusagen allen Meinungen und Ideen Raum gegeben. Selbst zum Zeitpunkt, wo es schon sehr weit fortgeschritten war. Also da hätte im Rückblick einschalten gut getan, um die Sache jetzt mal gezielt voranzubringen. Es war gut gemeint, die Diskussionsbeiträge haben aber zu dem Zeitpunkt eher zur Verzögerung beigetragen.